Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder Bea von GamersPalace.de und dieses Mal habe ich die Demo zu The Tenants dabei. Mich hat die Steam-Seite ein bisschen an die Sims erinnert, deswegen dachte ich einfach mal, Mensch, so ein Spiel hat es wirklich schon lange nicht mehr, auch die Sims liegen schon eine ganze Weile zurück. Und damit es hier passt, werde ich aber gleich nochmal den Lautstärkeregler ein bisschen erhöhen. So, und wir drücken mal auf New Game. Nehmen den ersten Speicherslot. Mein Landlord heißt Melkoda. Und ich sehe aus wie... diese Person. Okay. Die Demo selber habe ich übrigens im Zuge des Steam Herbstfestivals gefunden und dachte mir, es wäre perfekt, um es mal mit euch durchzugehen. Deswegen, aber aktuell hängt der Ladekreis. Okay. Jemand redet mit mir. What's up, or whatever do the kids say these days? Anyhow, check out your cell phone. I've left a job for you, better pick it up quickly before someone else does. Okay. Phone, Jobs. Oh, da krieg ich $4000 in der Sesamstraße. Okay. Okay, ich mache einfach das, was das hier sagt. So, dann gehe ich da hin. Drücke hier drauf und beginne Reinigung. Ah. Clean. Ah. That's interesting. Ein bisschen langsam. Ich glaube, mein Laptop ist ein bisschen überfordert damit. Kann ich damit was machen? Ich räume erstmal den ganzen Müll weg. Das hier können wir reparieren. Haha. Repariert. Auch gereinigt. Den Mülleimer machen wir auch neu. Sehr gut. Und diese Badewanne. Die Dusche hier auch. Sehr gut. Aha. Okay, und dann schmeißen wir ihn raus, weil wir auf die Tür gehen. Ja. Floors. Und das Bad bekommt aber eine andere Farbe. Sehr gut. Und jetzt brauchen wir Wände. Gelb. Ist das gelb? Gelb. Gelb. Gelb.
alles gelb. Drehen kann man das auch ziemlich klassisch. Und hier ist noch so ein Stück gelb. Ha! Okay, einen Fridge hätte das gerne. Den Kühlschrank kann ich doch direkt dahin stellen. Und das hier braucht kein Mensch. Und das braucht auch keiner. Und das da? Was ist denn das? Okay, aber dann stellen wir jetzt, machen wir erst das Bad fertig. Wir brauchen eine Toilette. Toilette, Toilette, Toilette. Hier. Stellen die offensichtlich nicht einfach. Doch. Wahaha. Und Toilettenpapier. Kriegt er aber. Ach, so eine Rolle habe ich. Und noch so ein bisschen Toilettenpapier dazu. Aber wo ist denn meine Rolle, die hängt angeblich irgendwo. Wie auch immer. Okay. Aber dann stelle ich jetzt, mit dem Bad bin ich fertig. Genau, das heißt, ich brauche noch eine Couch. Die hier. Klasse. Und dazu gibt es noch einen Fernseher. Und eine Mikrowelle. Okay. Mikrowelle. Aber ich glaube, dafür kaufe ich erst so einen Counter. Der müsste doch hier hinpassen. So. Und da stelle ich die Mikrowelle drauf. Haha. So. Sehr gut. Sehr gut, das war doch gar nicht verkehrt. Das heißt, wir machen mal hier weiter. Achso, Moment, das Spiel will, dass ich erst nochmal drauf drücke, danach auf Jobs gehe. Dann fangen wir hier mal an. So.
Okay, wir brauchen erstmal einen Boden. Laminat oder Hardwood? Ich denke, das hier sollte ganz schick aussehen. Sehr gut. Und dann streichen wir die Wände braun oder gelb. Tada! Und dann... Ach, das soll hier nur die Küche werden. Alles klar. Furnitures. Das heißt, wir brauchen wieder einen Kühlschrank. Und dann stellen wir dazu so und einen Ofen. Sehr gut. Und dann nehmen wir noch einen Küchentisch, das hier. Aber dann nehme ich doch das hier lieber und schiebe das. Guck mal bitte her. Und setzt es hier hin. Dann können wir nämlich den Tisch doch schick da drüben hinstellen. So. Und dann kriegt ihr so einen schicken Tisch. Hier hin. Und einen Stuhl. Schönen Holzstuhl. So. Zufrieden? Ah. Und eine Pflanze hätte er gern noch. Eine. Das hier. So. Sieht doch ganz hübsch aus. Oh Gott. Oh Gott, was sie wohl sagt. Cool, Herzchen. Und noch mehr Herzchen. Herzchen. Sehr gut, sehr gut. Yay! Sie war super glücklich damit. Coole Sache. Gut, und dann habe ich hier noch einen Job laufen. Für das ich aber noch nicht genug Sachen habe. Yay.
Klasse. Na gut, machen wir das hier. Okay. Renommieren wir noch was, nämlich das hier. Das ist irgendwie cool, das macht irgendwie Spaß. Es ist total albern, aber okay, wir sollen hier erstmal den Boden teilen oder Stone. Ich nehme das hier. Rot oder grau? Das ergibt irgendwie eine ziemlich coole Kombination. Sehr gut. So. Dann wollen die als nächstes eine Badewanne oder eine Shower. Die bekommen mal ziemlich stylisch eine Badewanne. Schick. Ein Think, und zwar im Corner. Sehr gut. Eine Toilette. Die stelle ich mal hier neben die Wanne. Eine Toilette. Dazu eine Klobürste und Toilettenpapier. So, ich finde, das sieht doch... Ach, wir machen mal noch hier Dekokram. So eine schicke... Moment, da kann ich hier noch eine hinhängen. Und daneben machen wir diese... Schick. Und dann geben wir das Haus einfach mal ab. Gott, mal sehen. Gott, oh Gott, oh Gott. Herzchen. 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 Wer hat's drauf und kann Herzchen-Badezimmer machen? Nochmal Herzchen. Oh, die Autos da hinten stehen hintereinander. Nochmal Herzchen, die war also... Wo geht sie denn jetzt hin? Wie cool! Cool, dann gehe ich jetzt aber hier nochmal hin und guck, was ich... Ich kann jetzt die Heizung machen. Was auch immer mit diesem Haus los ist. Oh.
Ich nehme übrigens alles zurück, es hat irgendwie gar nichts mit den Sims zu tun. Aber es macht schon ziemlich viel Spaß, diese Zimmer hier zu renovieren und so. So, ich schmeiß ihn erstmal wieder raus. Das war's ja. Irgendwas ist noch dreckig? Aber was denn? Das ist doch komisch. Hier ist doch nichts mehr. Ah! Ich nehme alles zurück. Ach, und das kann ich jetzt doch machen. Okay. Na gut. Aber jetzt müsste ich dann alles haben. Mach aber dann erstmal das Haus da in der Ferry Street fertig. Ja, oder auch nicht. Cool. So, das heißt, wir machen jetzt erstmal ein Bett. Da kann man nicht schlafen, aber hier. Nee, das soll hier so an der, genau. Und
dann gibt's hier diesen super chilligen. Geil. Na, stell das doch mal dahin. Dann will der noch einen Kühlschrank. Eine Toilette. Oh Gott. Yay! Sie ist bei mir eingezogen. Cool. Cool, sie ist also glücklich. Yay, sehr gut. Cool. Das ist irgendwie echt ein cooles Spiel. Reicht für mich jetzt auf jeden Fall. Ich denke, man kann die Demo auch noch echt weiterspielen, allein weil das nächste Ziel ja ist, 20 Jobbewertungen zu bekommen. Und dabei werden die, die ich gemacht habe, bisher noch nicht mitgezählt. Und ich finde es echt eine coole Sache. Macht irgendwie super viel Spaß. Ich danke euch fürs Reinschauen und hoffe, ihr könnt auch das Spiel nochmal spielen. Bis dahin, macht's gut, ciao!